In Kürze geht es wieder los mit der großen Vienna Comic Con und daher freut es mich ganz besonders, jetzt vier so attraktive Frauen bei mir zu haben. Fühle mich da wieder Hahn im Korb, das ist großartig mit euch. Also Supergirl, Harley Quinn, Power Girl und die liebe Jenny. Jenny, ich starte sehr gerne mit dir. Was ist denn das Besondere der Vienna Comic Con? Naja, wer die Messe Wien kennt und die Messen dort, wird gleich erkennen, einfach, dass die Vienna Comic Con sowas ganz anderes ist. So viele bunte, lustige Menschen, alle wirklich alle super lieb und gut drauf. Und das Besondere daran ist einfach, dass diese Leute, die mal als Nerds bezeichnet werden, einfach hier zu Hause sind. Keiner ist gemein zu denen. Wir sind alle lieb zueinander. Und natürlich Stargäste, Comicautoren, ganz viel Kreatives und ja. Sehr abwechslungsreiches Publikum vor Ort. Supergirl, seid ihr denn Nerds oder seid ihr einfach verliebt in das, was ihr tut? Ja, wir sind definitiv Nerds. Ansonsten würden wir definitiv nicht in diese Charaktere schlüpfen wollen. Es geht zu einem großen Teil darum, einfach die Liebe zu den Comics, zu den Animes oder zu den Mangas zu zeigen und zu den Charakteren im Speziellen. Wie lange habt ihr diese Liebe schon? Seit 10 Jahren. Wahnsinn. Beschreibt mal ganz kurz so eure Charaktere. Was sind eure Spezialkräfte? Also ich bin Power Girl. Ich bin die ältere Version vom Supergirl. Also musst du am besten besser mal Supergirl anfragen, was so ihre Spezialkräfte sind, weil das entwickelt sich ja alles noch. Alles klar, dann gebe ich das sehr gerne weiter. Also um es kurz zu halten, man kann eigentlich die Kräfte ziemlich genau 1:1 mit den Kräften von Superman vergleichen, ja, da wir aus der gleichen Familie stammen. Okay. Und für dich als Harley Quinn, die Frau des Jokers, wie lebt sich's da so? Naja, die Frau des Jokers, das bin ich schon lange nicht mehr. Also, wenn, dann bin ich eher die Frau von Ivy. Und also meine Superkraft ist auf jeden Fall meine charismatische Aura. Merkt man auch sehr. Habt ihr euch eigentlich gekannt? Nein, wir haben uns durch Cosplay kennengelernt. Ja. Alle, die Cosplay nicht kennen, beschreibt es einmal ganz kurz. Was ist es genau? Im Grunde genommen nichts anderes, als in die Rolle zu schlüpfen eines Charakters, den es bereits gibt. Also es wird nichts Neues erfunden, sondern es wird aus einer Vorlage, aus einem Videospiel, aus einer Serie, auch aus Game of Thrones, ist sehr, sehr beliebt geworden in den letzten Jahren, sucht man sich jemanden aus und versucht, ihn möglichst nah an dem Original darzustellen. Ja, und alle, die jetzt die Vienna Comic Con noch nicht kennen, was ist das Reizvolle? Warum muss man sich das mal ansehen? Puh, es gibt einfach so viel Vielfalt dort. Es gibt Stargäste von verschiedenen Genren, von Fernsehen, von Autoren, von Comic Artists. Es gibt Stargäste vom Cosplay-Bereich. Es gibt ein super Bühnenprogramm mit Wettbewerben und es ist einfach ein tolles Event. Ja, Jenny, für dich als Mitveranstalterin, große Herrin dieses Events, wo kann man sich genau informieren? Auf unserer Webseite unter vicc.com und ihr könnt uns auch immer E-Mails schreiben auf unserer Facebook-Seite und auf Instagram. Wir sind überall, wirklich schreiben auch persönlich zurück. Also gerne fragen. Für alle, die es noch nicht genau wissen, das Datum von wann bis wann ist es? Vom 17. und 18. November ist es. Ja. Und von dir jetzt noch sehr gerne die Einladung. Warum muss man unbedingt hingehen? Weil es einfach irrsinnig viel Spaß macht, diese ganzen bunten Menschen zu sehen. Und es ist ein riesiges Event, mit das größte Event in Wien für alle Nerds und Comic-Begeisterte. Mädels, ich sage vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und auch für Sie die Einladung. Sehr gerne vorbeischauen.